Hallo Männern und herzlich willkommen zurück zu Let's Play RoboCraft. Wie ihr sehen könnt, das ist Sir Uto. So habe ich ihn jetzt einfach mal genannt. Ich finde es einen tollen Namen, Sir Uto. Mit seiner wunderbaren Kanone, die aber so nicht ausreichend ist. Aber Sir Uto soll ja weiter im Geschehen bleiben. Das heißt, können wir ihm sogar noch ein zweites hinbauen. Ich meine, Snipern ist eine schöne Sache. Was kann man irgendwann so sagen? Nein. Können wir noch einen auf den Kopf hinschauen, oder? Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh, da habe ich gerade eine Idee. Wir könnten ihn eine Knarre machen. Nein, das geht auch wenig. Komm, ihn hier hinstellen. So, Uto, warum sind sie nicht so modular, wie sie sein könnten? Okay, Moment. Das heißt, das nehmen wir. Zack, haben wir weggebaut. Und, nein, Moment. Evac. Ich will nicht in deinen Kampf, ich möchte battlemäßig anschauen und zwar Tech Twin. Nein, den möchte ich auch gerade nicht. Cube Depot. Inventar. Jetzt mal zu Hause. Hier. Immer muss das Schutzschild für ihn wieder aufgebaut werden. Und jetzt bitte. Okay, was habe ich das denn jetzt? An dem da oben. Na gut. Sehr Utas Hut muss weg. Der bekommt noch einen weitaus besseren Helm später einmal. Und das kriegt er einfach noch da hinten hin. Zack. Das schaut doch gut aus und damit können wir auch gedroht in den Kampf ziehen. Ja! Mit E, B, jetzt. So schaut es schon viel besser aus. Ich möchte die Runde einfach mal mit etwas Spaß beginnen. Die Aufnahme meine ich. Und Heidewitzka, Weihnachtszeit. Ach du schöne Weihnachtszeit. Ich werde viel weg sein. Heißt wenig aufnehmen können derzeit, deswegen mache ich gerade einen auf Massenproduktion. So viel Masse, wie ich einfach mal produzieren kann in der Zeit, sagen wir es mal so. Es kann sein, dass dann etwas ausdünnen muss, was ich genau als schicken kann. Aber, online stehen kann man nicht, aber das wird schon noch, das wird schon noch. Schaut sich schon interessant aus. Juhu. So, jetzt da. So, Uta in den Kampf! Ich glaube, unseren Panzer bauen wir nachher auch noch rum. Einfach nur, weil wir es können. Trollali und trollala. Sir Uta, der ist wunderbar. Mir gefällt Uta. Uta ist toll. Ich habe gar nicht nach oben geguckt, ob irgendwas kommt. Nö, was? Ja, da hinten irgendwo. Nicht bei uns, okay. Autsch! Dankeschön. Dankeschön. Und einmal kurz nachladen fürs andere. Und dann. Oh, schade. Ich bin nicht irgendwie. Oh. Dankeschön. Einmal nachgeladen. Lululululau. Also Zeichenschüsse sind immer noch zu wenig. Aber Sir Uta wird das schaffen. Kann ich irgendwie schneller nachladen? Geht nicht. Na, schade, okay. Warum wollt ihr eigentlich alle nach da unten? Was ist denn da so feines Superle? Also mit dem zu fahren ist etwas schwieriger Natur. Ein bisschen. Autsch, 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 ah! Oh mein Gott, sie haben jetzt das Armchen weggeschossen. Hilfe, Heiler, Hilfe! Warum hilft mir denn keiner? Haben wir denn irgendwas? Ah. Nein, da ist keiner mehr. Kann irgendwo hier runterkommen. Das geht auch nicht ganz. Oh, schade, soll ich gerade runterkommen. Na gut. Oh. Sir Uta. Sein wunderschön Ärmchen verloren. Verdammt, was soll ich jetzt machen? Ist das einer? Nibi, Hallöchen. Dankeschön. Oh, Hallöchen. Wenn ich jetzt nur noch nachladen könnte, wäre das super. Eventuell. Komm schon. Mach, 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 mach. Ich möchte durchschießen.
Ich kann ihn doch jetzt schon riechen dort hinten. So, Uto muss schießen und... Bingo! Hallo! Du wirst nicht sehen, was Ser Uto über dich bringt. Der hat eh verloren. Den brauchen wir nicht. Wir müssen eher mal die Leute abschießen, die eventuell noch eine Gefahr sein könnten für uns. Die Frage ist nur, wo sind diese Personen? Plasma Bomber spotted. Na? Na, hallöchen. Nein! Der Sohn hat kein Gesicht mehr, Hilfe! Ich glaube, wir müssen uns ganz, ganz schnell zurückziehen. Verdammt, der Toki halt. Nicht so, gar nicht gut. Lalalala. Uto, eilt von dannen. Hilfe! 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 Verdammt! Uto, nein! Okay. Bei so einem hohen Tier ist natürlich doof. Da hat Uto keine Chance, irgendwas zu machen. Lass mich raten, wir sind gerade am Verlieren, oder? Ja, natürlich sind wir am Verlieren. Unser guter Freund hier. Hallo? Was soll ich gerade sagen? Unser Schlüsselpunkt wird eingenommen, aber nein. Das will ich nicht. Du kannst unserem Kollegen hier helfen. Der gerade versucht, mit Raygans irgendwie zurechtzukommen. Aber irgendwie... Oh, nein. Das war definitiv rein gar nichts. Sharing und Arzi gegen 4 Stück. Ich glaube, das wird nichts mehr. Oder. Nicht getroffen, Schnaps. Oh Gott. Die haben einen Heiler. Ja gut, das wird dann wohl gar nichts mehr werden. Außer sie haben nur den einen Heiler. Das wäre natürlich noch besser. Oh Gott. Du musst... Wow, du hast eben dein Leitwerk verloren hinten. Nein, ich würde sagen, das. Wenn sie das noch irgendwie schaffen. Nee, können wir rausgehen. Exit Game. Möchte ich mir nicht anschauen. Da schauen wir lieber nochmal, ob wir mit Ser Uto etwas anfangen können. Ser Uto. Er braucht einfach zu lang zum Feuern. Wenn er feuern kann, dann aber ordentlich. Macht aber nichts. Möchte ihm jetzt noch siegen. Also, bevor wir mit ihm nicht gewonnen haben, mache ich keinen weiteren Panzer oder sonst irgendwas. Nein, sehe ich nicht ein. Da hat jemand seinen Panzer geschrieben. I believe I can fly. Okay. Warum eigentlich nicht? So, mein Kentank. Okay. Sieht mir alles recht solide aus. Ser Uto, akzeptiert das. Kann ich denn... Ja, ich kann meine Augen mit L1 ausmachen. Ich lasse sie an. So, einmal kurz bitte nachladen und... Der schaut doch interessant aus. Das ist doch mal ein schöner Bau, ist das. Ja, das ist doch was. Oje. Galaxy Explorer. Yep, dann explore doch mal ein bisschen. Jaha! Okay, wenn ich genau treffe, dann bin ich tödlich. Ser Uto ist das tödlichste Geschütz auf diesem Schlachtfeld. Und er ist ein Smile, oder wie soll ich das jetzt verstehen? So. Moment, Ser Uto kommt da oben. Schön, nachladen. Schuss Nummer 2. Jetzt verstehe ich langsam, warum alle auf Sniper so abfahren. Ich wollte gerade sagen, da hinten kommt gleich einer ums Eck rum. Meine Waffen sind noch nicht bereit. Oder? Doch nicht? Jetzt schwören können, dann kommt einer rum.
Zack! Jetzt mische ich mal etwas. Ich würde mal sagen, auf lange Sicht hin gesehen können wir ihn besiegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, 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 ich muss weg, ich muss weg. Seuta muss fliehen! Guten Tag. Hilfe! Seuta zur Flucht! Okay. Es wird ein Hinterangriff werden. Der wird nie wissen, wer ihn getroffen hat. Ja, nicht ganz. Nicht ganz, okay. Aber ihn hier. Naja, er muss nur hochkommen. Er muss nur ums Eck rumkommen. Oh, schade. Ach, komm schon. So kurz davor. Den krieg ich noch, den krieg ich noch. Der Uther gibt sich damit nicht geschlagen. Oh, danke. Haben wir denn irgendwie... Wir haben doch gar keinen mehr übrig. Hier lebt doch niemand mehr. Boah, Hilfe. Was ist bei uns? Ne, bei uns sind doch keine mehr. Hä? Ich würde mal sagen, da stimmt gerade irgendwas nicht. Das Gegenstück ist doch ausgelöscht. Ich habe zwei wunderschöne Kills gemacht. Okay. Das verstehe, wer will. Aber eins sollte man verstehen. Ich muss nochmal mit ihm spielen. Tut mir leid. Das war gerade so glorreich. Mit XP natürlich noch wesentlich mehr, aber naja. Denn eins möchte ich machen, und zwar... Was soll man denn hier kaufen? Movement. Warum ist denn? Ich brauche nämlich noch ein weiteres Kettenpaar. 9080, ich könnte mir das eins kaufen, aber ich könnte mir keine Außenpanzerung mehr kaufen. Beziehungsweise habe ich denn noch eins im Depot drin. Ja, eins hätte ich noch, aber ich brauche ein bisschen mehr. Ein kleines bisschen. Ist nicht viel, muss nicht viel sein, aber so ein kleines bisschen mehr würde nicht schaden. Denn, ach Gott, wie sehr habe ich doch die Ketten vermisst. Die Rede ist natürlich eine feine Sache, aber na. Es geht nichts über eine gute Kette. So Crawl und alles hier, ja, es war klar. Aber Ketten, jeder, der sagt, das Kettenupdate hier wäre schlimm oder gar nicht gut. Heidewitzka. Der hat echt keinen Spaß, weil ich hab meinen, also ich habe richtig Spaß mit den Ketten. Da, Seuta ist da. Und da jeden. Und überhaupt jeden. Ich hab es spontan vergessen. Au, lasst Seuta in Ruhe. So. Hab doch gerade was rumhuschen sehen. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ist ja schon gut. Keine Sorge, keine Sorge. Bin gleich da. Uther rettet die Welt. Da es ihm so gut gefällt. Könnte ich mit Ketten auch. Oh Gott. Ich weiß, was ich noch bauen werde. Ich baue Uther um. Sehr, Uther wird umgerüstet. Oh, komm schon. Das von der Action mitkriegen. So, so wird es von Sehr Uther bekämpft. Merkt ihr das, Junge? Merkt ihr das? Ja, wo möchtest du hinfliegen am besten? Irgendwo hin, wo man auch sagen kann, ey, 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 Moment, Moment, lass Uther in Ruhe. Uther hat ja absolut nichts getan. So, jetzt könntest du aber nach oben kommen, ein bisschen. So, ne? Hallöchen. Hallöchen. Ah, komm schon. Okay. Das wäre zu schön gewesen, wenn das auch an ihm funktioniert hätte. Haben wir denn... Ach, Hallöchen. Da oben haben wir noch was. Hä? Hatten wir ich gar nicht mehr. Ich glaube, ihn kann man doch gut runterholen, oder? Sobald meine Waffen mal geladen werden. Oh, schade.
So viel dazu. Oh Gott. Haha, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Und unterrettet den Tag. Schnell, 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 schnell. Sauter, Sauter. Die Abenteuer von unserem Sauter. Achso, ist nur spotten. Ich will eher auf unseren Punkt ziehen, aber ich glaube, dass ich bin ein bisschen zu langsam. Ein kleines bisschen zu langsam. Ja, komm schon, komm schon. Möchte Tod und Verderben über meinen Feind bringen. Verdammt! Ute ist zu langsam. Ute braucht ganz dringend ein Upgrade. Und dafür brauche ich noch ein bisschen Geld, um den Spaß noch durchzusehen.